In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man die Ergebnisse einer numerischen Transientensimulation in ETSPICE, zum Beispiel wie von einem solchen Reihenresonanzkreis im sogenannten Phasenraum darstellt. Was sich jetzt unter diesem Phasenraum verbirgt und was man sich darunter vorstellen kann, würde ich gerne an einem anderen Beispiel zeigen. Dazu denken wir uns mal so ein Pendel. Das Pendel ist da oben aufgehängt, hat eine bestimmte Länge und unten an dem Pendel ist eine Masse angehängt. Und um das jetzt zu beschreiben, brauchen wir mal noch eine Ortskoordinate, die nennen wir x. Und das x gleich 0 soll mal genau in der Mitte sein, in der Ruhelage von diesem Pendel. Und dieses Pendel hat dann später auch mal eine Geschwindigkeit, aber jetzt zum Anfang ist diese Geschwindigkeit v erstmal 0. So, und diese Größen kann man jetzt beide in einem Zeitdiagramm darstellen. Das heißt, das hier ist jetzt mal die Zeitachse. Und die Geschwindigkeit, beziehungsweise erstmal der Ort, der ist zum Zeitpunkt 0, wie man sieht, maximal, aber hat einen negativen Wert. Und die Geschwindigkeit v von t, die ist zum Zeitpunkt 0 auch 0. So, und jetzt wird dieses Pendel losgelassen. Dieses Pendel fängt natürlich an zu schwingen, schwingt genau in diese Nulllage. Und wenn es dort unten angekommen ist, ist die x-Koordinate genau 0 und das Pendel hat dann eine Geschwindigkeit in diese Richtung und diese Geschwindigkeit ist genau maximal. Das heißt, wenn man das hier unten mal einzeichnet, die Geschwindigkeit ist maximal und der Ort ist jetzt genau 0. So, und dann ist das Pendel natürlich träge und nichts wird das Pendel daran halten, dort unten stehen zu bleiben, sondern das Pendel wird weiter schwingen, wird wieder nach oben schwingen, bis es eben genau jetzt wieder am Ende am positiven Ende von dieser x-Achse angekommen ist und dann in dem oberen Punkt wieder genau eine Geschwindigkeit von 0 hat. Das heißt, wenn man es hier unten mal einzeichnet, die Geschwindigkeit ist 0 und der Ort ist jetzt genau maximal. Und dann ja, wird das Pendel auch nichts dort oben halten. Das heißt, das Pendel schwingt wieder runter, bis es wieder genau bei x gleich 0 angekommen ist und dann eben eine Geschwindigkeit v in die andere Richtung hat, die jetzt aber entgegen dieser x-Achse zeigt, sodass das v maximal ist, aber negativ und der Ort wieder 0 ist. So, und jetzt kann man diese Punkte hier unten mal mit Linien verbinden, kann sich überlegen, okay, dieses Pendel wird durch eine Differentialgleichung zweiter Ordnung beschrieben. Die Lösung von dieser Differentialgleichung zweiter Ordnung sind harmonische Funktionen, Sinus- und Kosinusfunktionen und deswegen ergibt sich hier ja, so eine Minus-Kosinus-Funktion für den Ort, wenn man die Punkte miteinander verbindet und eine Sinus-Funktion für die Geschwindigkeit, wenn man diese Punkte hier miteinander verbindet. Jetzt kann man sich kurz überlegen, ob das passt. Die Geschwindigkeit v von t ergibt sich ja als zeitliche Ableitung des Ortes dx nach dt. Und wenn der Ort eine Minus-Kosinus-Funktion ist und wir diese Minus-Kosinus-Funktion ableiten, dann kommt da eine Sinusfunktion raus für das v von t und das v von t ist auch hier genau eine solche Sinusfunktion. So, das ist jetzt die ganz normale klassische Darstellung im Zeitdiagramm. Und die Idee dieser Phasenraumdarstellung ist jetzt die Zeit eben nicht mehr explizit als solche Achse darzustellen, sondern auch implizit. Im Prinzip als Parameter entlang einer Kurve und das, was jetzt an den Achsen dran ist, sind diese beiden Größen. Wo man die jetzt ran tut, ist eigentlich egal. Ich mache hier mal das x von t ran und hier das v von t. Und um jetzt diese Darstellung aus unserem Zeitdiagramm in den Phasenraum zu übertragen, ist es gut, sich so ein paar bestimmte Zeitpunkte hier rauszusuchen. Die markiere ich jetzt mal farblich. Zu diesem gelben Zeitpunkt ist die Geschwindigkeit 0 und der Ort ist maximal aber negativ. Das heißt, dieser gelbe Punkt liegt dort. Dann dieser grüne Zeitschlitz. Zu dem grünen Zeitschlitz ist die Geschwindigkeit maximal und der Ort ist genau 0. Der Ort ist 0, aber die Geschwindigkeit ist maximal. Dann liegt dieser grüne Punkt dort. Dann schauen wir uns noch diesen blauen Zeitpunkt an. Da ist jetzt der Ort maximal, aber die Geschwindigkeit 0. Das heißt, wir landen genau dort und zu diesem orangen Zeitschlitz ist der Ort wieder 0 und die Geschwindigkeit ist maximal aber negativ. Das heißt, wir landen genau hier unten. So, und jetzt werden diese Punkte und natürlich auch alle Punkte, die dazwischen liegen,
entsprechend dieser Sinus- und Cosinus-Funktion hier erreicht. Und wenn man das dann im Phasenraum hier darstellt, ergibt sich dementsprechend ein Kreis, der in dieser Richtung hier, die ich mir jetzt mal noch durch Pfeile kennzeichne, durchlaufen wird. Das ist genau die Darstellung im Phasenraum, die sich hier ergibt. Und dieser Kreis, also diese Darstellung nennt man, oder diese Ebene nennt man den Phasenraum, und diesen Kreis, der sich jetzt hier ergibt, oder diese Linie, die sich dort ergibt, nennt man Trajektorie. Und hier kann man jetzt eben so ein paar schöne Sachen daraus ablesen. Man kann nämlich sehen, wie viel Energie steckt in solchen Systemen drin. Energie heißt ja auch, die Geschwindigkeit wird groß, die Amplitude wird groß, oder wie jetzt in dem Fall auch einfach die Ortskoordinate wird groß, ne, das Pendel schwingt halt sehr hoch, dann wird diese Trajektorie sehr groß, und andersrum, wenn die halt sehr klein wird, wenn die Geschwindigkeit sehr klein wird, wenn das Pendel nur noch in der Ruhelage ist, dann wandern wir in diesen Punkt hier in die Mitte rein, und das ist der Punkt, wo das System sozusagen aus ist oder kaputt oder tot, wo da halt nichts mehr passiert, wo die Energie null ist. Ja, und wenn das ganze System halt so schön schwingt und harmonisch schwingt, dann ergeben sich hier Kreise. Wenn das irgendwie andersartig schwingt, dann ergeben sich irgendwelche anderen Gebilde, die halt nicht unbedingt wie Kreise aussehen. Aber wenn das fest schwingt in einem festen Rhythmus und mit einer festen Frequenz und so weiter, dann ergeben sich hier eben immer wieder die gleichen Kreise. Und diese Kreise, die sich dann ergeben, oder diese Linien, die sich ergeben, nennt man Attraktor, weil das dann immer wieder gleich aussieht und sozusagen alle Trajektorien anzieht, attraktiv für diese ist. Also dieser Kreis wäre jetzt auch gleichzeitig hier für diesen, für dieses Pendel ein Attraktor in diesem Phasenraum. So, jetzt kann man anfangen, das so ein bisschen wieder auf die Elektrotechnik umzumünzen, kann sich überlegen, der Strom durch eine Kapazität ist ja auch C mal DUC nach dt, und die Spannung über einer Induktivität ist auch L mal DIL nach dt, und kann das Ganze dann wieder ja, sich jetzt mal in dem LT-Space anschauen. Da habe ich jetzt mal hier einfach so einen Reinschwingkreis hingebaut, der jetzt mit einer sinusförmigen Spannung angeregt wird, und die hat 200 Volt Amplitude, und die Frequenz von dieser sinusförmigen Spannung ist genau so eingestellt, dass die eben auch der Resonanzfrequenz von diesem Schwingkreis entspricht. Jetzt kann man das Ganze mal simulieren und sich zum Beispiel den Strom hier unten durch die Kapazität angucken, und dann sieht man, wie das ja, bei 0 anfängt und dann so eben langsam aufschwingt. Und jetzt könnten wir uns zum Beispiel noch die Spannung über der Kapazität anschauen und die dazu plotten, und dann sieht man halt im Grunde genau das gleiche Bild, was wir vorher gesehen haben. Ja, hier ist die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist die Ableitung vom Ort. Deswegen eilt die Geschwindigkeitskurve, diese grüne Kurve, der blauen Kurve hier so etwas vor. Und für den Kondensator ist halt der Strom die Ableitung von der Spannung. Das heißt, auch der Strom sollte dieser Spannung etwas voreilen. Und genau das sehen wir auch in diesem Zeitdiagramm. Der Strom hier auch in grün dargestellt, eilt dieser Spannung hier in blau dargestellt immer etwas vor. Genau wie das jetzt auch für Geschwindigkeit und Ort von diesem Pendel hier war. So, und jetzt stellt sich halt die Frage, wie kann man diese Schwingung jetzt eben in dem LT-Space ja auch in diesem Phasenraum darstellen und nicht mehr in diesem Zeitdiagramm? Dazu nehme ich jetzt die Spannung hier oben mal raus und klicke hier unten auf diese Zeitachse, weil aus der Zeitachse muss ja jetzt was anderes werden. Und dann sieht man, es gibt hier so ein Feld Quantity Plotted, da steht jetzt Time, da steht die Zeit. Und da kann man jetzt eben auch letztendlich jede beliebige andere Größe, die hier in diesem Netzwerk auftaucht, und damit auch die Spannung an diesem Knoten UC dorthin schreiben. Und OK klicken, und dann sieht das Ganze so aus. Und dann sieht man halt schon so ein ähnliches Bild, ne? Wir fangen bei 0 an, dann fängt diese Schaltung jetzt langsam an zu schwingen, weil die Quelle da Energie reingibt, und diese Schwingung wird immer größer, weil die Schaltung eben immer mehr Energie aufnimmt. Und diese Trajektorie
nähert sich eben langsam diesem Kreis an, diesem Attraktor, der diese Trajektorie anzieht, und dann schwingt dieser Schwingkreis eben immer genau auf diesem Kreis. Und die Energie, die die Quelle liefert, ist dann genauso groß wie die Energie, die in diesem Widerstand dann halt pro Schwingung umgesetzt wird und in Wärme umgewandelt wird. Und man sieht, es gibt eben einen sehr schönen Kreis, der sich hier ergibt, entsprechend der harmonischen Schwingung. So ganz rund ist der Kreis nicht, weil das rechnet natürlich eben numerisch mit diskreten Zeitschritten, und deswegen springt der Kreis, und man sieht, der Kreis ein bisschen aus wie eckig. So, jetzt kann man sich noch überlegen, was passiert, wenn man jetzt mal hier einfach nur eine Gleichspannungsquelle nimmt und der mal zum Beispiel auch 200 Volt Amplitude gibt und das Ganze plottet. Dann sieht man, oder passiert jetzt erstmal gar nichts so richtig. Das liegt daran, dass das Spice jetzt eben schon den Arbeitspunkt ausrechnet und so tut, wie wenn der Kondensator schon von Anfang an auf diese Spannung aufgeladen wäre. Dazu müssen wir jetzt mal ihm sagen, dass eben dieser Arbeitspunkt am Anfang nicht berechnet werden soll. Und dann sieht das wieder sehr interessant aus. Wir fangen hier an. Ne? Am Anfang ist der Kondensator leer, kein Strom. Dann wird die Quelle eingeschaltet. Dann sieht man, das fängt eben an zu schwingen und schwingt und schwingt und schwingt und schwingt. Und dann wird aber diese Schwingung trotzdem wieder kleiner, weil die Quelle war ja nur ein Sprung, ein Einschalten. Und dann nähern wir uns langsam diesem Punkt hier in der Mitte, wo der Strom wieder 0 ist und wo die Spannung über dem Kondensator genau der Quellspannung entspricht. Und das ist auch sehr sinnvoll, dass das so ist, weil das ist ja eine Gleichspannung. Im Gleichspannungs- und Gleichstromfall wirkt diese Induktivität wie ein Kurzschluss, der Kondensator wirkt wie ein Leerlauf. Das heißt, ja, irgendwann ist der Kondensator auf die Quellspannung aufgeladen. Über der Induktivität fällt dann keine Spannung ab. Wenn der Strom 0 ist, kein Strom mehr fließt, fällt auch über den Widerstand keine Spannung mehr ab. Das heißt, die ganze Quellspannung fällt jetzt über diesem Kondensator ab und der Strom ist dann 0. Und das sieht man hier jetzt auch sehr schön. So, richtig interessant wird diese Phasenraumdarstellung erst, wenn man mal eine Schaltung nimmt, die so ein bisschen chaotisches Verhalten zeigt. Ein schönes Beispiel dafür ist dieser Schuass-Circuit. Und um den jetzt so ein bisschen zu erklären, also das, was wir auf der linken Seite sehen, ist ja auch ein Schwingkreis. Ne? Hier ist ein L und ein C als Energiespeicherelemente und dann nochmal ein drittes Energiespeicherelement. Und das hier drüben ist das Ganze, was das anregt. Das ist ein Operationsverstärker, der diese Schaltung sozusagen immer mit Energie versorgt und für diese Schwingung sorgt, diese Schwingung erzeugt. So, und dann sind hier in der Mitte noch so zwei Dioden, die klemme ich jetzt erstmal ab zum Anfang und ersetze diese Dioden mal durch einen Widerstand und gebe diesem Widerstand mal einen Wert von einem Ohm und lasse das Ganze mal simulieren. Und wir schauen jetzt mal die Spannung hier vorne an. Und dann sieht man, da passiert am Anfang erstmal gar nichts. Dann brauchst du ein bisschen numerisches Rauschen, bis diese Schaltung von alleine anfängt zu schwingen. Das kommt aber ganz automatisch. Und dann schwingt diese Schaltung und schwingt sehr schön. Und wenn wir jetzt mal hier reinzoomen, dann stellt man fest, das sieht für diese Spannung V1 da auch sehr harmonisch und einigermaßen sinusförmig aus. Jetzt kann man sich nebenbei mal noch die Spannung V2 plotten hier an diesem Knoten und dann sieht man, die schwingt eben auch, aber das sieht jetzt nicht mehr so schön harmonisch aus, das sieht eher aus wie so eine Sägezahnfunktion. Und diese Spannung schwingt ungefähr zwischen minus 7 und plus 7 Volt und jetzt kommen eben diese Dioden hier ins Spiel, jetzt nehme ich diesen Widerstand wieder weg und schließe mal die Dioden wieder an und das sind zwei Dioden, die antiparallel geschaltet sind und die kappen jetzt jeweils diese Spannung und verändern damit das Schwingverhalten. Und die Wirkung dieser Dioden hängt eben auch von der vorherigen Schwingung ab. Und das, was jetzt passiert, ist, dass eben wirklich jede Schwingung anders aussieht als die vorherige. Wenn wir es uns mal anschauen, sieht man erstmal schon mal da unten, dass da was passiert. Wenn man jetzt wieder reinzoomt, sieht man, okay, diese Spannung V1, die schwingt noch irgendwie so ein bisschen harmonisch, aber
ändert halt die Amplitude und diese Spannung V2, die ja, schwingt mal so hoch und schwingt mal runter und macht da ein bisschen was anderes. Aber aus diesem Schaltbild ist jetzt eben nur zu erkennen, okay, dieser Schaltkreis, der schwingt irgendwie, aber ob der wirklich immer anders schwingt, ob der halt wirklich vollkommen chaotisch schwingt, ist daraus so ein bisschen schwer zu erkennen. Und jetzt ist eben auch wieder die Idee, die Ergebnisse hier in diesem Phasenraum darzustellen. Das heißt, ich nehme mal die Spannung V2 hier wieder weg und ändere hier unten die Zeitachse so, dass hier eben diese Spannung V2 dargestellt wird. Und dann sieht man, dass hier so eine sehr interessante Kurve rauskommt, dass sich hier eben auch ein seltsamer Attraktor, sagt man, ergibt. Das sieht ja so ein bisschen aus wie so eine 8 oder wie so eine doppelte 8, aber dass hier eigentlich keine Linie auf der anderen liegt und dass sich eben nicht so wie vorhin hier in diesem Resonanzkreis, ich ändere das mal wieder zurück, dass eben diese Spannungsquelle wieder sinusförmig ist und lass das nochmal simulieren, ja, dann laufen ja irgendwann diese Trajektorie auf diesen äußeren Kreis und wenn den äußeren Kreis erreicht hat, dann ändert sich hier nichts mehr und dieser äußere Kreis wird sozusagen immer dicker und da liegen immer mehr Linien aufeinander und das passiert eben bei diesem Kreis hier nicht. Also wir könnten jetzt noch länger und noch länger und noch länger simulieren. Dieses Verhalten würde sich immer wieder etwas ändern. So, und das ist die Idee dieser Phasenraumdarstellung. Das, was man für ET-Spice letztendlich mitnehmen kann, ist, dass man diese Achse hier unten beliebig ändern kann und da eben auch beliebige andere Größen reinschreiben kann, außer die Zeit.